Und da sind wir wieder. Diesmal befinden wir uns wieder an der Brücke bei, oh nee, ich wollte gar keinen Screenshot machen, beim Baumeister Donald mit dem letzten Teil der Reparatur. Hallo Susanne, wir kommen unserer Brücke immer näher. Wenn ich endlich wieder nach Jarlaheim komme, mache ich erst einmal mehrere Wochen Urlaub. Ich werde einfach zu Hause sein und die Stadt genießen. Ich werde am Jorvik-Stall spazieren gehen, auf der Bank beim Rathaus sitzen und Kaffee am Hafen trinken. Jetzt aber zurück zur Arbeit. Benutze die imprägnierten Bretter, die Nägel und die Fugenmasse, um die Brücke zu reparieren. Bald können wir mit dem nächsten Schritt beginnen und das Fundament gießen, um die Drähte für die Stabilisierung zu spannen. Falls du mehr Fugenmasse brauchen solltest, wende dich bitte an Frau Holzwurf. Sie kann außerdem mehr Fugenmasse. Nee, du kannst außerdem mehr Fugenmasse bei Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle in Moorland kaufen. Wieso zweimal Fugenmasse? Okay. Also wir haben nichts von alledem. Aber wir gucken schon mal, ob wir noch Holz finden. Weil letztes Mal hatten wir ja das Problem. Wir waren zwar nach weit mehr als 24 Stunden noch mal da, aber wir haben kein Holz bekommen. Ups. Wir probieren es dann noch mal. Also da kriegen wir nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Wir kriegen schon wieder kein Holz. Ernsthaft? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Okay, dann reiten wir erstmal zu der Frau Wolf, Wurf, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Reiten, nicht stehen bleiben, reiten. Das ist das, wofür man sich bewegt. So, ich würde sagen, wir nehmen hier ein bisschen die Abkürzung. Da oben sehe ich schon ihr Haus. Es tut mir übrigens leid, dass ich jetzt im Moment immer die nächtliche Perspektive habe, aber ich komme im Moment absolut nicht dazu, tagsüber zu spielen. Jetzt ist der Hafer gut eingekocht und es riecht schon richtig gut. Nun ist es an der Zeit, die wichtigste Zutat hinzuzufügen, die Klebewurzel. Ohne die Wurzel würde die Masse nicht halten. Klebewurzel ist hier in Moorland sehr verbreitet. Es sollte also nicht schwer für dich sein, sie aufzutreiben. Vor allem die Wurzel ist wichtig und nicht die Pflanze an sich. Die Wurzel kann tief in der Erde sitzen. Sei also vorsichtig, dass sie nicht abreißt. Falls die Wurzel doch abreißt, musst du eine neue suchen. Komm zu mir, wenn du genügend gesammelt hast, sodass wir mit der Fugenmasse weitermachen können. Okay, ich habe ein, genau, eine Dings bekommen, eine Schaufel bekommen. Wenn ich mich denn hier mal bewegen könnte. So. Da unten haben wir schon mal was. Kann nicht mehr geradeaus laufen, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Acht Stück muss ich sammeln, okay. Also ich weiß, dass wir die Quest schon mal gemacht haben. Und ich weiß auch, dass wir die acht gesammelt haben. Aber warum die jetzt nicht mehr drin ist, geschweige denn die acht nicht mehr angezeigt werden, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Oder anders gesagt, warum wir das jetzt wieder komplett von vorne machen müssen. Habe ich irgendwie vergessen, die Fugenmasse zu holen oder so? Ich weiß es nicht. Hätte ich vielleicht doch lieber mit dem Pferd machen sollen. Wobei das mit dem Spaten, das geht ja, wenn ich mich richtig erinnere, nur wenn man halt eben zu Fuß unterwegs ist. So.
6 Stück. Da hinten hatte ich jetzt noch was gesehen. Jetzt ist es weg. Hä? Ich habe doch gerade eben hier vorne... Ach, da... Ja, das war mir klar. Weil uns jetzt noch 2, glaube ich, fehlen, fangen jetzt die an zu reißen. Fangen jetzt die an zu reißen. Das war jetzt ein ganz toller Satz, Bausilke. Ganz toll. Ich hoffe, sie passt gut auf meine Sandy Princess auf. So, ich meine, irgendwo hier unten am Strand hätte ich noch welche gehabt. Im letzten Mal da, genau. Genau, und hier waren auch 2 oder 3 Stellen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Die Frage ist nur, warum sehe ich jetzt nicht? So kann ich nicht springen, ne? So ganz ohne Pferd. Ah, da oben. Deswegen sehe ich sie nicht, weil sie hier oben waren. Das war mir auch klar, aber ich glaube, 2-mal muss das irgendwie immer verkacken. Ansonsten sind die irgendwie nicht froh oder so, keine Ahnung. So, hier war irgendwas blöd, weil da bin ich mit dem Pferd nämlich... Ah, auch schon runtergestürzt. Genau. Bin ich denn jetzt? Achso, ich bin noch hier oben. Eieiei. Dabei war das gar nicht so schlimm. Also ich bin jetzt nicht wirklich gerutscht in dem Sinne. Willst du mich jetzt veräppeln oder was? Das war... Ja, das war jetzt doof. Hallo? Da. Also der letzte Sturz, der war jetzt ganz dämlich. Ich weiß aber, der vorletzte Sturz, der war ja nun wirklich nichts. Das war ja kein Sturz. Ich bin ja extra darunter gerutscht. Also das war jetzt wirklich lächerlich. Aber... Ach, ich bin auf der Seite. Oh. Ich bin ja noch gar nicht ansatzweise bei denen hinten. Am Häuschen. Komm, Susanne, lauf schneller. So, sie wartet schon freudig auf mich. Nicht schlecht, Susanne. Das wird dir Fugenmasse perfekt machen. Das heißt aber die Fugenmasse. Warte, ich mische alles zusammen. Super, perfekt. Das wird die Brücke fest zusammenhalten. Und es reicht auch noch für ein Butterbrot. Hier ist ein Fass mit Fugenmasse, das du für die Brücke benutzen kannst, Susanne. Komm morgen wieder, wenn du mehr brauchst. Falls du nicht länger warten willst, kannst du auch fertige Fugenmasse von Billy Bulldozer auf der GED-Baustelle kaufen. Lass dir aber gesagt sein, dass diese Fugenmasse bestimmt nicht biologisch ist. Ich esse jetzt erstmal ein Butterbrot. So. Dann freuen wir uns, dass wir soweit erstmal alles bekommen haben. Und machen uns auf, wieder zurück zur Brücke. Ich verstehe nur trotzdem immer noch nicht, warum ich das mit den Brettern jetzt nicht mehr machen kann. Es sei denn natürlich, dass man das gar nicht mehr machen muss. Das wäre jetzt die einzig logische Erklärung dabei. Nur dann frage ich mich ernsthaft, warum das dann da drin steht. Es ist so ausgestorben hier. Ich weiß gar nicht warum. Gut, ich weiß warum. Wir haben gleich 1 Uhr. Nachts. Da ist jemand. So, dann auf zur Baustelle.
bin schon so aufgeregt. Und ich hoffe, dass das wirklich Level 6 war, wo ich dann das andere Pferd kaufen kann. Ich will das unbedingt haben. Unbedingt den schwarzen. So. Der letzte Teil. Hallo Susanne, wir kommen unserer Brücke immer näher. Wenn ich endlich wieder, ja, das habe ich doch eben schon gelesen, jetzt zurück zur Arbeit. Ja, ich weiß. Dann sagt mir halt nichts Neues. Hallo? So kann ich mit X nicht mehr absteigen. Hallo? Hallo? Ich kann wirklich nicht absteigen, was ist das denn? Was war denn das jetzt für ein... Upsa. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ah! Okay. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich schleichen kann. So, Moment. Die Fugenmasse. Die war doch auf der Seite, glaube ich, ne? Ja, okay. Aber leider, leider bringt sie uns nicht wirklich näher. Zwar ganz, ganz kleine Stücke das schon, aber naja. Es ist halt bei weitem nicht viel. So, das Problem ist, dass ich ja die anderen Sachen nicht bekomme. Also vom Schmied habe ich nichts mehr bekommen. Oh, ich kann mit dem reden. Das hat ja prima geklappt. Es bleibt nur noch ein kleiner Teil übrig. Dann sind wir fertig. Los, Susanne. Zusammen schaffen wir das. Schon bald kannst du über die Brücke durch das Grüntal an die Küste entlang nach Jarlaheim und zum Jorvik-Stall reiten. Zuerst müssen wir die Stelle markieren, an der das Fundament stehen soll. Nimm diese Stücke und stecke sie dort in den Boden, wo das Fundament später sein soll. Dann erst können wir uns um die Drähte kümmern, die die Brücke oben halten. Zurzeit ist alles noch instabil. Wenn das Fundament fertig ist, können wir die Drähte zwischen den Pfeilern und dem Fundament spannen. Okay. Habe ich jetzt... Ja, ich habe 2 bekommen. Okay. So. Sehr gut. Wir fangen mit dem Fundament an. Ach, ich glaube, ich weiß, warum wir die Bretter nicht bekommen haben. Nee, oder? Das hätte ich erst annehmen müssen, ne? Nein. Ich will darüber nichts erfahren. Ja, das ist mir schon klar. Von Baum zu Brett? Dann wollen wir Bretter herstellen. Ah, jetzt sagt ihr mir, dass ich den Stamm nochmal holen kann. Ah, okay, okay, okay. Dann habe ich das die letzten Tage falsch gemacht. Dann dauert das gar nicht... Hallo? Sattelst du auch mal auf? Ja, toll. Dann dauert das gar nicht so extrem lange, wie ich mir das jetzt gedacht hatte. Eieieiei. Okay, da war ich jetzt dreimal umsonst da. Also ich meine, das weiß ich, dass ich dreimal umsonst da war. Aber jetzt weiß ich zumindest auch warum. Ich dachte, man könnte jetzt einfach dahin und das war's. Ja, jetzt leuchtet das Ganze auch. Okay. Hallo? So, reite ich jetzt hier gerade richtig? Ach so, doch, ja, da oben.
Eieiei. Und ich konnte es nicht abwarten, dass ich da endlich durchkomme. Und was ist? Das war mein Fehler. Ach so, ich muss erstmal. Nee, Moment, halt. Das war doch richtig. Ich muss doch da anfangen. Ach so, okay. Ja, dann steigen wir halt wieder ab. So. Hallo? Geht es noch? Ah. So, Bretter. Hallo? Jetzt will ich sie auch noch schneller machen beim Laufen. Sie ist doch kein Pferd. So, lass mich mal sehen, Susanna. Dieses Brett ist fantastisch. Du kannst wirklich gut mit den Maschinen umgehen. Jetzt müssen die Maschinen ein wenig ruhen. Sie werden sehr alt und halb verrostet. Bla bla bla. Das haben wir schon alles gelesen. Das ist ja immer das Gleiche. So, genau. Und wir werden jetzt die Bretter erstmal da benutzen. Wenn wir wieder laufen können. Ah, ich ärgere mich da immer noch drüber, ganz ehrlich. Wahrscheinlich hätte ich hier schon längst fertig sein können. Hallo? Aber so wirklich viel ist das jetzt nicht, was jetzt oben dazu kommt. So, das waren jetzt alle. Dann können wir aber die Sache mit den Nägeln nochmal machen. Ach, dann müssen wir denn wieder das Zeug holen, ne? So, Fugenmasse haben wir jetzt. Soll ich dir erklären, wie man die Brücke? Nein, sollst du mir nicht erklären. Das haben wir nämlich alles schon. Ja, ich weiß. So. Wir können jetzt aber direkt drüber, oder? Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich da jetzt noch mal anklicken musste. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, dass sobald ich das neue Pferd gekauft habe, ich auch etwas für die Satteltasche holen werde. Weil, wenn ich das richtig gesehen habe, waren die irgendwas, ich glaube, rund 75, 85, dieses kleinste Kaninchen, also dieses günstigste. Und der Rest war irgendwas mit 150 oder so. Wenn ich das dann wieder zusammengespart habe, also nachdem ich dann das Pferd geholt habe, dann werde ich auf jeden Fall da nochmal shoppen gehen. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, was ich jetzt holen soll. Ob ich jetzt ein Häschen holen soll. Achso, wo reite ich eigentlich hin hier? Ob ich ein Häschen holen soll oder ob ich eine Katze holen soll. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Das wird mir vielleicht die Entscheidung, ja, etwas abnehmen. Vielleicht denke ich mir aber auch, trotzdem das andere ist so süß oder so. Wer weiß, wer weiß.
So, die Ganukasche ist, nee, Ganoka, Ganok-Asche, oh mein Gott, ist jetzt hinzugefügt. Aber damit sie ihre Kraft wirklich entfalten kann, muss man Feuer heißer werden als zuvor. Ja, das wissen wir, das kennen wir, das machen wir. Ach so, Moment, ich muss erst. Ja, ist okay, ich habe es ja vergessen. Ich muss erstmal das Feuer anfachen. Das habe ich nämlich vergessen. Nee, ich muss nicht erst das Feuer. Ich muss doch erstmal Feuer, Holzstamm holen. Ja. Der Lauf. Sie das wieder als Absturz gelten hier oder so? Hallo. So, sehr schön. Fett geht gerade von alleine weiter, aber ist in Ordnung. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ein bisschen wenig spreche, aber es ist mittlerweile so spät, dass ich ehrlich gesagt tierisch müde bin. Ich muss ja von jetzt angerechnet in 4,5 Stunden wieder raus. Und ja, krieg dazu irgendwie noch tierischen Hunger, muss ich gestehen. Ich habe so ein bisschen was umgestellt. Und seitdem ich nicht mehr das morgens und abends esse, was ich sonst immer esse, ja, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nur noch Hunger. Also nur nach Mittagessen bin ich satt sozusagen. Das heißt, wenn ihr was knurren hören solltet während der Aufnahme, egal ob jetzt oder später, dann ist es wahrscheinlich mein Magen. So. Aber es ist heute einfach sehr viel gewesen. Also ich habe sehr viele Aufnahmen von Dead by Daylight jetzt heute noch gemacht. Und dummerweise die einzige wirklich grandiose Aufnahme, die ich hätte machen können, habe ich natürlich nicht gemacht, weil meine Festplatte komplett zu war und ich jetzt erstmal die letzten 3 Stunden oder so damit verbracht habe, die wieder freizukriegen. Und ja, das ist ein wenig nervig gewesen. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder ein bisschen Platz, auch hier aufzunehmen. Guck mal, Susanne, schau dir nur die Nägel an. Dieses Meisterwerk, das ich vollbracht habe. Benutze es mit Sorgfalt und Geschick. In den falschen Händen könnten die Nägel großen Schaden anrichten. Benutze sie auf der kaputten Brücke und du wirst sehen, wie die Brücke genesen wird. Wenn du mehr brauchst, komm zu mir. Ich helfe dir. Bla, blub, schwätz. Das wissen wir ja alles. So. Das heißt, wir haben jetzt dieses Kleisterzeugs von der Oma da. Dann haben wir, da wollte ich eigentlich nicht hin, ich wollte nicht Richtung. Dann haben wir jetzt die Nägel, die Bretter sind schon oben. Ja, dann haben wir quasi alles, ne? Dann können wir jetzt gleich das machen, was er dann noch als Aufgabe für uns hat. Ach, 8 Nägel, ich dachte gerade schon. Immer Panik, dass ich zu spät abspringe und meine arme Sunny Princess dann irgendwie die Hufe dagegen knallt oder so. Das wäre ganz und gar nicht gut. Bleibt doch stehen. Ach so, wir müssen. Ja, Moment. Genau, wir müssen ja erst noch die Nägel anbringen. Was ist das denn hier? Ist wahrscheinlich für einen Zementmischer oder so.
So, die Nägel waren, glaube ich, hier vorne. Komm endlich dem Status der Brücke näher. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ich jetzt schon alles verloren habe. Also ich weiß auch gar nicht, was er gesagt hat. Es kann auch sein, dass er gesagt hat, dass die Brücke so in einer Woche fertig ist. Das kann natürlich sein. Wenn man das denn jeden Tag macht. Nicht denkt, dass etwas nicht geht, was aber dann doch geht. Eieiei. So, das ist alles, was wir jetzt hier machen können bisher. Dann lernen wir doch jetzt mal was übers Zement mischen. Zeit, ein Fundament zu gießen. Dafür brauchen wir Zement. Nee, ehrlich? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass ich Experte im Mischen von Zement bin. Ich hatte die besten Noten in der Uni. Die schlechte Nachricht ist, dass ich sehr anfällig für Schwindel bin. Sobald ich einen Zementmischer sehe, dreht sich alles nur noch im Kreis. Ich werde dir genau erklären, wie es funktioniert, Susanne. Du wirst genauso ein Experte wie ich. Wir fangen mit ein wenig Zement an, später kannst du mehr machen. Zuerst muss Zementpulver in den Zementmischer geschüttet werden. Nimm die Zementsäcke, die hier in der Nähe liegen, und schütte sie in den Mischer. Das Pulver kommt in den grauen Trichter. Ich weiß zwar jetzt nicht... Hallo? Ich weiß zwar jetzt nicht genau... Ja. Ach, da hinten. Ah, lass mich raten, das müssen wir jetzt wieder... Ah, nee, das können wir so machen. So, in den Zementmischer rein. Hallo? Okay, einen halben haben wir jetzt drin. Warum bin ich denn da? Teil 1. Muss ich erst noch mal zu dem zurück? Ja, sieht so aus. Gut, das war doch nicht schwer, oder? Zusätzlich zum Zementpulver brauchen wir noch Wasser. Genau, ganz normales Wasser. Es ist recht weit runter bis zum Wasser, aber es ist mir gelungen, einen Schlauch zu verlegen und das Wasser anzuzapfen. Der Schlauch ist an eine Pumpe angeschlossen. Ich weiß, eigentlich könnte ich das Wasser von der Pumpe holen, aber sie steht so nah am Abgrund. Fülle den Eimer mit Wasser und fülle dann in den blauen Trichter des Mischers. Dann gehst du wieder zur Pumpe und das Ganze fängt von vorne an. Nach ein paar Mal bist du fertig. Zur Pumpe. Die meinen jetzt aber die Pumpe mit dem Wasser, ne? Ja, ach so, Moment, das kannst du nur mit dem Eimer. Schade, ich dachte jetzt, wir könnten das auch mit unseren Eimer machen. Ich habe doch hier irgendwo diesen Schlauch gesehen. Wo ist denn der gewesen? Ach da, genau. Jo, jetzt brauchen wir natürlich auch noch pro Durchgang einen Eimer. Das ist natürlich nicht besonders toll. Aber auch das kriegen wir hin. So, Anforderungen erfüllt. Das sollte ich nur einmal machen? Das hat ja gut geklappt. Das war doch nicht schwer, oder? Wenn es dabei bleibt, nicht, ne? Nun dann, der Zementmischer ist fertig geworden. Es bleibt nur noch zu überprüfen, wie der Zement geworden ist. Bist du soweit? Ich bin schon ganz aufgeregt.
Nimm den Eimer dort drüben und fülle ihn mit Zement. Komm dann zu mir und wir werden den Zement begutachten. Okay. Von hier aus? Was für ein Eimer? Ach so, den Eimer, den ich... Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Na. Lass uns sehen. Dieser Zement ist ja toll geworden. Du hast richtig Talent. Du bist dennoch ein Anfänger und deswegen kann ich dir den Zementmischer nicht einfach so überlassen. Einmal am Tag muss reichen. Sonst riskieren wir, dass der ganze Bau daneben geht. Nenn mich langweilig, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Mische deinen eigenen Zement. Kann ich theoretisch nochmal machen? Beziehungsweise... Nee, ich habe ja noch gar kein Zement, ne? Willst du meinen Zement mischen allein? Kein Problem. Ja, davon haben wir eben schon gesprochen. Dann fang an zu mischen. Ah, okay. So. Okay, okay. Ah nee, ich muss erstmal den einmal mit Wasser füllen. Ach, das ist der. Ja. Ja, ja. Das war die Kartoffel, ne? Genau. So. Tun wir die Säcke erstmal rein. Oder auch nicht. Wieso? Kann ich das jetzt hier nicht reintun? Ach so, nee. Muss ich erst zwei Säcke haben? Jetzt habe ich drei Säcke. Aber das war doch, ich musste das erstmal hier reintun. Ah, okay. Ich stand anscheinend irgendwie im falschen Winkel drin, keine Ahnung. So. Jetzt brauchen wir kein Zement mehr. Das ist schön. Es ist aber trotzdem blöd, dass ich jetzt hier mit dem Wasser nicht weiterkomme. Leute. Jetzt brauchen wir auch kein Wasser mehr. Okay. So. Achso, ja, benutze leere Eimer, das war das, genau. Tada. So, das können wir jetzt noch nicht benutzen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Warum können wir das jetzt noch nicht benutzen? Vielleicht müssen wir doch erstmal mit dem reden. Mische deinen eigenen Zement. Ja, okay, wir müssen wirklich nochmal mit ihm reden. Ich habe gedacht, das könnte man sich jetzt dann sparen, aber okay. Offensichtlich nicht. So, jetzt geht's aber.
So, hallo Susanne, mache mit der Reparatur der Brücke weiter. Wir sind fast fertig. Bald kann ich endlich wieder auf den wunderschönen Straßen Jalaheims spazieren gehen. Benutze die imprägnierten Bretter, die Nägel, die Fugenmasse und den Zement, um die Brücke zu reparieren. Falls du mehr Zement brauchst, ja, bla bla. Joa. Das heißt dann wohl so viel wie, wir haben jetzt heute alles gemacht, was wir machen konnten. Und ja, können uns dann quasi auch verabschieden. Ach, das ist so spannend. Vor allen Dingen das Gemeine daran ist ja wirklich, ich gehe davon aus, dass beim nächsten Mal das wirklich alles funktioniert. Aber es dauert halt noch bis zum nächsten Mal. Und ich bin ehrlich gesagt schon so gespannt, so gespannt, ob wir das schaffen, wirklich mit dem einen Mal dann die Brücke fertig zu reparieren. Das wäre natürlich unheimlich cool. Okay, also ich würde sagen, dass ich mich jetzt erstmal für heute von euch verabschiede. Ups, nein, ich wollte eigentlich stehen bleiben. Ich vergesse immer wieder, dass ich nicht im Fotosmodus, genau, im Fotomodus drin bin. Ja, ich hoffe, dass euch die Episode heute Spaß gemacht hat und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.